Auf dem Weg nach Chinon, zum König, stieß ein Mann zu Pferde aus der Menge hervor. Er sagte, ist das nicht die Jungfrau? Und er schwor bei Gott, hätte er sie nur eine Nacht bei sich, er entließe sie nicht als Jungfrau. Da wandte sich Johanna zu ihm und sagte, im Namen Gottes, du lästerst ihn und bist so nah am Tod. Und eine Stunde darauf stürzte der Reiter ins Wasser und ertrank. Ich erfuhr es von anderen, die es gesehen haben. Als Johanna bei mir in Orléans wohnte, kamen Frauen, um ihr Gebetstäfelchen zu bringen. Und andere brachten Bilder herbei, die sie berühren sollte. Sie lachte darüber und sagte, berührt sie selbst. Eure Finger sind genauso gut wie die meinen. In Paris haben sie Catherine de la Rochelle verhaftet. Wer ist das? Eine dumme Schwärmerin, die behauptet, erleuchtet zu sein und Erscheinungen zu haben. Catherine hat vor dem bischöflichen Richter von Paris die Beichte abgelegt und verkündet, Johanna werde, wenn man sie nicht sicher verwahre, aus dem Gefängnis entweichen. Mit Hilfe des Teufels, hat Catherine gesagt. Darauf wurde sie auf freien Fuß gesetzt. Obgleich sie der Ketzerei beschuldigt wird. Die Verhöre finden mittlerweile in Johannas Gefängnis statt, einem Turm, der zur Festung von Rouen gehört. Die Befragungen werden fast immer von 4, 5 oder 6 Gelehrten vorgenommen. Einer von ihnen hat Johanna auf ihr Recht hingewiesen, sich direkt an den Papst zu wenden. Darüber soll der Bischof sehr erzürnt gewesen sein. Es ist Fastenzeit. Johanna ist es weiterhin untersagt, zu beichten, die Messe zu hören oder den Leib des Herrn zu empfangen. Die Protokolle der Verhöre werden ins Lateinische übertragen. Erst dann werden sie der Angeklagten vorgelesen. Johanna versteht kein Latein. Das Gericht scheint keinen Wert darauf zu legen, dass die Angeklagte die Richtigkeit der Abschriften überprüfen kann. Es gibt übrigens Gerüchte von einer Befragung, die im Geburtsort Johannas stattgefunden haben soll. Wird eigentlich nur Johanna verhört oder werden auch andere Zeugen befragt? Man verhört nur die Angeklagte. Aber es soll doch eine Untersuchung in Domremy stattgefunden haben, bei der die Nachbarsleute der Darks befragt wurden. Davon weiß ich nichts. Die Befragung war nicht sehr ergiebig. Man hat die Protokolle wieder vernichtet. Es hat keine Befragung stattgefunden. Catherine de la Rochelle hat übrigens vor dem bischöflichen Richter in Paris ausgesagt. Sie hat verkündet, Johanna werde mit Hilfe des Teufels freikommen. Ihre Aussagen sind amtlich festgehalten. Sie werden uns in Kürze zugeschickt. Catherines Aussage ist bald nicht mehr wichtig. Der Teufel zeigt schon sein wahres Gesicht in den Verhören Johannas. Am Anfang sagte sie, wenn sie die Stimmen höre, sehe sie ein Licht. Aber seit einigen Tagen nehmen die Heiligen immer mehr irdische Gestalt an. Das ist Blasphemie. Lesen Sie aus den Protokollen von heute vor. Frage. Seht ihr sie immer in derselben Gewandung, Johanna? Immer im selben Gestalt, ihre Häupter sind mit reichen Kronen geziert, über ihre Gewänder weiß ich nichts zu sagen. Frage, wie ist die Gestalt beschaffen, die ihr seht? Johanna, ich sehe ihr Gesicht. Frage, haben die Heiligen, die euch erscheinen, Haare? Johanna, das will ich wohl meinen. Frage, haben sie lang herabhängendes Haar? Johanna, davon weiß ich nichts, ich halte mich an Gott. Die Stimme ist schön, innig und demütig, sie spricht die Sprache Frankreichs. Frage, spricht die heilige Margareta nicht Englisch? Johanna, warum sollte sie Englisch sprechen, da sie nicht auf Seiten der Engländer ist? Warum sollte die heilige Margareta Englisch sprechen, da sie doch nicht auf Seiten der Engländer ist? Das weiß doch jeder, dass die Heiligen Französisch sprechen. An ihren Früchten sollst du sie erkennen. Übrigens sind die Verhöre eingestellt für einige Tage. Die Angeklagte hat hohes Fieber. Der Bischof hat Erbarmen. Er sagte, man solle warten, bis sie wieder gesund ist. Sie haben gerade einen Arzt geholt. Seltsam, dass Sie einen Arzt holen. Vielleicht wollen Sie sie doch nicht auf den Scheiterhaufen bringen. Ihren Tod wollen Sie schon, aber keinen natürlichen Tod. Sie soll durch Richterspruch und bei lebendigem Leib verbrannt werden. Dafür hat der englische König teuer genug bezahlt.
Die Engländer haben Herrn Distivé sogar verboten, sie noch einmal Hure zu nennen, weil sie sich jedes Mal so empört, dass sie Fieber bekommt. Es heißt, Bischof Couchon habe der Angeklagten die Folter angedroht. Das war gestern. Man zeigte ihr die Folterwerkzeuge. Aber Johanna ließ sich nicht beeindrucken, sagen die Zeugen. Die Mehrheit der Beisitzer, ungewöhnlich genug für einen Inquisitionsprozess, soll sich auch gegen den Gebrauch der Folter ausgesprochen haben. Nur drei der Geistlichen sind dafür. Darunter der Magister Nicolas Loiseleur, der gesagt haben soll, die Folter sei für Johannas Seele eine Arznei. Karfreitag 1431. Der Prozess dauerte schon 5 Wochen. Über die Osterfeiertage wurde das Verfahren ausgesetzt und dann hier in der Kirche der Abtei Saint-Ouen fortgeführt. Übrigens war dieses Gericht ziemlich gespalten. Die Beisitzer wechselten schon in den ersten Wochen ständig. Mehr als 100 nahmen an den Verhandlungen teil. Manche weigerten sich, dem Verfahren weiter beizuwohnen. Einige schlugen vor, die Artikel der Anklage und die Protokolle der Verhöre dem Papst zur Begutachtung vorzulegen. Das wurde aber von der Mehrheit abgelehnt. Die Anklageschrift, die Johanna am Dienstag, dem 27. März 1431, verlesen wurde, ging scharf mit ihr ins Gericht. Uns fällt auf, dass die Zeugenaussagen in fast jedem Punkt dem Text der Anklageschrift widersprachen. Die Präambel der Anklage lautete: Damit durch euch als Richter, Johanna gemeinhin die Jungfrau genannt, schuldig erklärt werde als Hexe und Zauberin, Wahrsagerin und falsche Prophetin, die böse Geister beschwört und mit ihnen im Bunde ist, als abergläubisch die schwarze Kunst betreibend, in Sachen unseres katholischen Glaubens falsch denkend, schismatisch am Artikel Unam Sanctam und vielen anderen Glaubensartikeln zweifelnd. Am Artikel Unam Sanctam und vielen anderen Glaubensartikeln zweifelnd. Als Lästerin Gottes und seiner Heiligen, ärgerniserregend, aufsässig, den Frieden störend und ihn verletzend. Als Kriegshetzerin, die grausam nach Menschenblut dürstet und zu seinem Vergießen anspornt. Die Engländer standen schon in Schlachtordnung vor den Toren der Stadt. Johanna wurde gefragt, ob es angebracht sei, an einem Sonntag gegen die Engländer zu kämpfen. Sie sagte, es sei angebracht, die Messe zu hören. Sie schickte nach einem Tisch und den kirchlichen Gewändern und ließ 2 Messen zelebrieren, welche das ganze Heer in tiefer Andacht anhörte. Nach der Feier berichteten die Späher, die Feinde hätten Orléans den Rücken gekehrt und seien abgezogen. Die grausam nach Menschenblut dürstend und zu seinem Vergießen anspornt, die Ehrbarkeit und Schicklichkeit ihres Geschlechts verletzend und unehrerbietig und unpassend, Kleid und Beruf der Krieger annehmend, weswegen sie vor Gott und den Menschen verabscheuungswürdig ist, als Verächterin göttlicher und natürlicher Ordnung, weswegen sie vor Gott und den Menschen verabscheuungswürdig ist, als Verächterin göttlicher und natürlicher Ordnung, wie der kirchlichen Disziplin, als Verführerin von Volk und Fürsten zur Schmähung Gottes. Einmal, als sie in Loche war, kamen wieder Hunderte von Menschen herbeigelaufen, um die Hufe ihres Pferdes zu berühren, ihre Hände und Füße zu küssen. Ein Magister, der bei ihr war, sagte, es sei Unrecht, derartiges zu dulden. Sie solle auf der Hut sein. Sie verführe die Menschen zur Abgötterei. Johanna erwiderte, ich wüsste wahrhaftig nicht, wie mich davor hüten, wenn Gott selbst mich nicht schützt. Als Verführung von Volk und Fürsten zur Schmähung Gottes, die es zulässt, dass man sie verehrt und anbetet und ihre Hände und Gewänder zum Kusse darbietet, die sich göttliche Verehrung und göttlichen Kult anmaßt. Die sich göttliche Verehrung und göttlichen Kult anmaßt. Als ketzerisch oder wenigstens der Ketzerei äußerst verdächtig, weswegen sie rechtsgültig bestraft und gebessert werden soll. Da hat sie ihren Richtern gesagt, ich glaube wohl an die Kirche hier auf Erden. Weder dass sie irren, noch fehlen kann. Aber all mein Tun und Sagen stelle ich Gott anheim, der es mich hieß, so wie ich es schon einmal erklärt habe.